Ladies and Gentlemen, was geht ab und herzlich willkommen zu einem weiteren GTA 5 Mini Heist. Mit dabei ist Joecat zu dem TV. Was sagen Sie dazu, dass wir jetzt GTA zocken werden? Was soll ich dazu sagen? Ich habe kurz Ihr Mechaniker auf die Fresse gehauen. Das können sie gar nicht. Geht zwar eigentlich nicht, aber... Ja, es geht auch nicht. Sie wissen mich gar nicht, wo mein Mechaniker wohnt. Der steht doch hier vorne, der Schwarte, und telefoniert. Das ist nicht mein Mechaniker. Das ist bloß ein behinderter Mitarbeiter, der 300.000 gekostet hat und zu nichts fähig ist. Ach so, so sieht auch aus. Ja. Und dann werde ich von Cicinetta angemeldet, dass ich doch besser schulen soll. Dann vermittelt mir bessere Mitarbeiter, muss ich sie euch besser schulen, Mädel. Denke ich mir immer. Musch. Hey, was geht ab? Ich laufe gegen das Garagentor. Sorry, sie können mich nicht erschießen. Weiß. Da ist gerade jemand umgefallen, ich weiß nicht warum. Warum sitzen sie an meinem Steuer? Ja, frage ich mich auch gerade. Egal, dann fahre ich mal nach Fahrschulregeln. Ab jetzt. Ihnen ist schon klar, Sie haben gerade eine rote Ampel überfahren. Die Prüfung ist hiermit beendet. Junge, jetzt sag mal, bei der Prüfung wegen einem Fehler gleich beendet wird. Du hast eine rote Ampel überfahren. Ich glaube, der Fehler ist so schwerwiegend, dass du gleich aussteigen darfst und nochmal 50 Stunden nachholst. Du hast schließlich eine rote Ampel überfahren, ich bitte dich. Außerdem stehst du in der falschen Fahrspur. Ich weiß. Du bist auf der Seite des Gegenverkehrs, bitte steigen Sie aus meinem Auto aus. Oha! Du hast gesagt, steigen Sie aus meinem Auto aus. Junge, der fährt doch besser nach Fahrt. Mal, wie das funktioniert. Warten Sie mal. Ja, let's go. Warten Sie. Ja. Ja, sorry. Unsere Fahrstunde wurde leider unterbrochen, weil unser Fahrschuhauto in die Luft gejagt wurde. Ich rufe mal kurz die Versicherung an. Es ist so geil. Es ist so geil. Es ist so geil. Einfach Fahrschüler und Fahrlehrer im Krankenhaus, wo jemand einfach das Fahrschulauto in die Luft jagt. Ach, da ist übrigens mein Sprungauto. Ach so, okay. Boah, zwei Leute mit einem Sniper-Schuss umgebracht. Anrufen, das werden auch ein neues Auto bekommen. Dann kann so eine Fahrstunde im Sportwagen gleich weitergehen. So. Vor allem Der Fahrlehrer hat einfach so einen Rennanzug an. Geht's Ihnen gut? Ah, anscheinend geht's Ihnen nicht mehr. Okay, dann ich fahre dann schon mal alleine weiter, ne? Ey, warten Sie! Ich bin Ihr Fahrprüfer. Hä? Du bist der Fahrschüler, dem ich gerade noch mal zeigen will, wie man Auto fährt. Okay, let's go. Warten Sie kurz. Ich muss kurz nur ein paar Sicherheitsvorkehrungen treffen. Bitte Kopf weg. Würden Sie bitte die Waffe wegnehmen? Das ist eine Fahrstunde. Warten Sie kurz, wir müssen kurz umdrehen. Das heißt, wir gucken jetzt einmal nach links, ob da jemand kommt. Okay, kommt keiner. Die Ampel ist rot, wir müssen warten. Ich weiß. Jetzt die Ampel grün, jetzt können wir rumfahren. Ja, irgendwie ist die Scheibe heute ganz schön beschlagen. Wieso brennt es? Es ist inzwischen auch grün geworden. Gut. So, hier rum. Sie müssen auch immer aufpassen, nicht, dass sie die Linien überfahren. Ne? Immer schön den Straßenverkehrslinien nachfahren. Besonders, weil es in GTA so gut funktioniert. Ja. Kleinen Moment noch, dann sind wir aus der Stadt raus, dann geht's auch schneller voran.
Ja, die Ampel ist grün, okay. Lassen wir mal kurz den Bus durch, der unbedingt meint, vor uns durchfahren zu müssen. Na? Ach, schon wieder eine rote Ampel. Oh, sie ist grün geworden, was für ein Zufall. Haben Sie den Bus da gesehen? Der hat sich eindeutig nicht an die Verkehrsregeln gehalten. Entschuldigung. Entschuldigung, ich muss kurz die Spur wechseln. Ich habe mich geirrt. Warum gibt es hier eigentlich, warum hat dieses Auto eigentlich keinen Blinker? Können Sie mir das mal kurz erklären? Warum hat da vorne die Ampel nicht, die eine Ampel kein Licht mehr? Hä? Ist doch jede Ampel rot. Was wollen Sie denn? Nö. Hä, was mit der Ampel passiert? Die ist auf einmal ausgefallen. Ich weiß ja nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber da laufen gerade zwei Typen mit Waffe auf dich zu. Entschuldigen Sie, also ich weiß nicht, ob Sie der beste Fahrlehrer sind. Die Ampeln sind ausgefallen, ja moin. Sie können fahren. Ich weiß nicht, ob ich noch eine Fahrstunde bei Ihnen buche. Ich helfe Ihnen, nur sicher am Ziel zu kommen. Warten Sie, die Ampel ist grün. Und Gucken Sie, die Ampel ist grün, was habe ich gesagt? durchgefallen. Wieso? Du hast einen Unfall gebaut. Hä, ich habe keinen Unfall gebaut. Du hast die Ampel Vor allem in umgekackelt. GTA ist es so schwierig, die scheiß richtige Spur zu finden. Doch keinen Unfall gebaut, ich habe die Ampel bloß kurz grün gemacht. Wissen Sie, wie man es im Dimmspiel schafft, Leute zu Verkehrsverbrechen zu bringen? Nö. Indem man ihnen einfach auf den Sack geht, habe ich gehört. Okay. Sehen Sie? Ja, kann er. Er fällt gerade ab. Er hat kein Da Rücklicht. schneidet mir einfach jemand die Vorfahrt hier. Haben Sie gesehen, die Ampel ist grün, ne? Sie haben das auch gesehen, die Ampel ist grün. Ist einfach schon wieder der gleiche wie vorhin. Entschuldigen Sie, unser Fahrschuhauto wurde schon wieder in die Luft gejagt. Och, Digga, was ist das denn für ein unnötiger Typ? Jetzt muss ich schon wieder bei der Versicherung anrufen wegen dem. Nee, jetzt fahre ich Sie haben mal mich nach. irgendwann noch für verrückt. Nein, Sie fahren nicht. Sie fahren noch schlimmer als ich. Digga, ich habe mein Auto voll aufgetunt. Die Versicherungsprämie beträgt einfach 20.000 Dollar, ne? Warum brenne ich jetzt? Also ich muss noch meinen Mechaniker anrufen. Ich muss uns ein neues Fahrschulauto besorgen. Ist ja nicht so, als hätte ich nur einen Fahrschulwagen. Ich habe noch ein paar mehr. Ja, bist du lol? Bist du dull oder bist du dull? Du sollst mir ein Auto vorbeibringen. Weißt du, das kostet alles geil. Zelt. Geil. Und Zelt. Das kostet alles Geld und Zelt, wenn du jetzt nicht sofort ein Auto bringst, du Affe. Hier brennt ein Auto auf der Autobahn, sogar zwei Stück, die explodiert sind. Ja, ich glaube, wir machen keine weitere Fahrstunde zusammen. Ich glaube, ich wechsle die Stadt zur Fahrstunde zu machen. Die Stadt ist zu gefährlich. Also, ich wurde gerade angefahren. Wo ist denn Während ich auf mein Auto warte. Wo ist denn das Auto? Ist die Frage. Da. Sind vorne noch geiler, Digga. Ja, da unser anderer Fahrschulwagen zerstört wurde, brauchte ich ein neues Fahrschulauto. Ich weiß nicht, wie die es immer schaffen, aber irgendwie ist nach kurzer Zeit immer Niese auf der Frontschutzscheibe. Ja. Bessere Sicht. Warum bremsen Sie? Ich muss kurz mir bessere Sicht verschaffen, sonst kann ich, sonst baue ich noch einen Unfall. So, gleich machen. Gleich bist du mein Piloten-Prüfer. Pilotenlehrer, ne? Genau, mein Fluglehrer. Fluglehrer. Flugschullehrer-Prüfer. Na, Herr Lehrer, eine Prüfung kannst du mit deinen Flugleistungen noch nicht abnehmen.
Oha. So, bitte festhalten. Das könnte jetzt ganz schön holprig werden, die Fahrt. Zack. Also, falls ihr in den Flughafen kommen wollt, genauso macht man das. Man packt das Auto einfach auf einen Container. In einen Container, dass es einfach nicht weiterfährt. Gucken Sie, Fahrschulauto geparkt. Ich falle auch einfach durch den Unterboden des Autos. Ja, moin, so macht man das. Na? Ich bin einfach durch das Auto durchgefallen. Ne?